Hey, ich bin Angel und ich erzähle dir heute meine traurige Geschichte als Dressurpferd. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video und vergiss nicht, das Video zu liken und mich zu abonnieren. Das war meine Mutter. Und das hier, das war mein Vater. Meine Mutter war kurz davor, einen Fohlen zu bekommen. Deshalb suchten die beiden einen Platz dafür. Doch es war nirgendwo ein Ort, der perfekt ist, um einen Fohlen zu bekommen. Bis die beiden auf ein Stück trafen, das deren Erwartung entsprach. Hier ist der perfekte Ort, um das Fohlen zu gebären. Der Boden ist ziemlich feucht, das heißt, es hat vor kurzer Zeit geregnet. Dieser ist wahrscheinlich deutlich anfälliger dafür. Das heißt, wir werden hier auch noch eine Wasserquelle finden. Und genug Nahrung finden wir hier. Das ist doch gut. Weißt du so ungefähr, wann es bereit sein könnte? Im Moment spüre ich noch nichts. Aber es kann natürlich jederzeit kommen. Ich merke schon, dass sich etwas verändert. Ich werde immer bei dir bleiben, glaub mir das. Darauf hoffe ich sehr, denn allein würde ich das hier nicht schaffen. Das schaffen wir schon. Ein paar Stunden später. Es war soweit. Meine Mutter bekam ziemlich starke Schmerzen. Sie lag dann auf dem Boden. Ich muss das schaffen. Und 5 Minuten später, dann war ich auch schon da. Meine Mutter stand sofort auf, um nach mir zu sehen. Sie hatte zwar immer noch ein paar Schmerzen, aber sie kümmerte sich sofort um mich. Angel. Was? Nenn unser Fohlen Angel. Es ist der perfekte Name dafür. Angel, du bist ja eine wirklich schöne. Wir müssen ihr nur ein bisschen Zeit geben. Danach wird sie schon das Laufen lernen. Ich versuchte, mich zu bewegen, aber ich hatte noch zu wenig Kraft dafür. Doch irgendwie hat mir etwas gesagt, dass das das perfekte Leben sein wird. Im Nachhinein werdet ihr sehen, dass ich da komplett falsch lag. Aber seht selbst. Nach ein paar Stunden. Ich machte meine ersten Gehversuche. Und es war holperig, doch es klappte. Ich ging immer mehr und ich hatte es geschafft. Felix, sie läuft. Sie ist ziemlich schnell lernt. Und schon hüpfte ich um die Gegend herum, wodurch das Hüpfen nicht klappte. Und dann begann ich schon zu essen. Es bereitete mir riesige Freude. Und so verbrachte Angel ihre Tage hier. Bis zu dem einen Zeitpunkt. Du bist doch derjenige, der immer Streit anfängt. Das stimmt gar nicht. Du sollst es einfach nur zugeben. Wir sind ehrlich. Und du verschönigst das. Es geht ums Prinzip und nicht darum, ob ich Recht habe oder nicht, ob ich Schuld habe oder nicht. Sag doch einfach nur die Wahrheit. Ich dachte, wir wollen ein schönes Familienleben. Das wollen wir ja auch. Weißt du was? Ich wollte dieses Fohlen nie. Ich war hier nur zu deiner Liebe. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Felix. Ich glaube, ich mache es lieber jetzt als später. Habt ein schönes Leben. Du hast versprochen, mich nie zu verlassen und immer zu bleiben. Du hast gesagt, dass du nie ein Versprechen brichst. Und du brichst jetzt mehr als alles andere. Es ist, glaube ich, zu unserem Wohl von uns dreien. Felix, du kannst jetzt wirklich nicht abhauen. Felix. Cassandra, versteh das doch. Es ist aus. Felix, nein. Wir haben eine Zukunft. Mit uns beiden ist das auf jeden Fall vorbei. Da kannst du machen, was du willst. Bitte, ich kann das nicht ohne dich. Meine Mutter entfernte sich immer weiter von mir, bis ich sie nicht mehr sah. Und dann hieß es nur noch warten. Ich wusste schon, dass sie irgendwann zurückkommen wird. Die Frage war nur wann. Also beschäftigte ich mich mit einem Stein. Ich schaute ihn einfach nur verzweifelt an. Auch wenn Steine nicht reden können. Ich jedoch nicht bemerkte. Ein unerwünschter Gast bewegte sich in Richtung meine. Ganz ruhig. Ich bemerkte nicht, was in meinem Umfeld geschah. Ich hoffte einfach nur darauf, dass meine Mutter zurückkam. Sich nicht zu bewegen, war ein Fehler. Es war ein Schockmoment für mich. Ich wusste nicht, was passierte. Auf einmal sah ich ein Wesen, einen Mensch, der direkt vor mir stand. Hey, hey, wir nehmen dich nur mit. Keine Sorge. Ein Anhänger kam her, machte die Tür auf und ich wurde verladen. Ich wollte mit dem Pferd daneben sprechen, doch es antwortete mir nicht. Und es ging los. Meine Mutter war nichts ahnt. Ich sah die ganze Zeit nur dieses Pferd, machte dann einfach meine Augen zu.
Meine Mutter kam in Schrecken zurück, weil sie mich nicht fand. Doch dann sah sie etwas. Die Anhängerspuren. Und sie fand dieses Rad vor. Ich werde dich finden, Angel. Glaub mir, ich werde dich finden. Ich wurde rausgeführt und kippte sofort um. Dann machte ich meine Augen zu. Ich landete in einer Box und realisierte erst dann, was passiert ist. Ich konnte aber nicht aufstehen. Du wirst ein wunderschönes Pferd werden, glaub mir. Ich hatte nur eine Stimme gehört. Meine Augen blieben jedoch verschlossen. Bis dann war alles gut. Ich habe jeden Tag Futter bekommen, so wie Wasser. Ich blieb jedoch einfach nur in der Box, jeden Tag stehen. Manchmal kam ich auf einen kleinen Spaziergang, aber sonst passierte mit mir nichts. Ich blieb einfach nur liegen, weil ich nicht wusste, was ich tun konnte. Bis es zu dem Zeitpunkt kam, dass ich größer wurde. Jedoch ging mir ein Gedanke nicht aus meinem Kopf. Und das war meine Mutter. Ich vermisste sie jedes Mal. Und ich stand schon seit einem Jahr in dieser Box. Im Winter stand ich über einer Überdachung mit einem Heizstrahler oder mit einer Decke. Aber sonst bewegte ich mich nur hier. Ab diesem Alter trainierte mich meine Besitzerin und mein Futter wurde regelmäßig eingestrengt, so wie das Trinken. Ich sollte mich daran gewöhnen, nicht mehr so viel zu fressen und zu trinken, bis sie es ganz runterschraubte. Ich bekam nämlich nur so viel zu fressen, dass es knapp reichte. Das Gras vor meiner Box war schon gegessen. Ich hoffe jedes Mal auf Regen und Pflanzen, die es in Nähe meiner Box gibt. Dann war wieder Trainingstag. Sie sattelte mich auf und rinnte mich auf. Und stieg dann, doch sie lag dann auf dem Boden. Danach drehte ich mich und sie schlug mich mit ihren Sporen. 5 Minuten später. Dann ging's los. Sie wechselte meine Trense noch, bevor wir übten. Das war leider nicht das erste Mal, dass wir übten. Ich musste immer einen blöden Seitwärtsschritt gehen oder mich drehen und andere komische Dinge. Das machten wir stundenlang und es war einfach nur anstrengend. Ich hatte das Streben nach Trinken, doch es ging einfach nicht. Und sie bemerkte gar nicht, wie es mir dabei ging. Es war einfach nur anstrengend. Doch dann kam auch noch hinzu, dass sie mich immer mit ihren Sporen in den Bauch tritt. Sie benutzt auch oft eine Peitsche. Man schon sehen kann, dass ich einige Schäden davon genommen habe. Ich wollte nie ein Leben so wie dieses hier haben. Nach 4 Stunden Training. Sie merkt auch langsam, dass ich nicht mehr konnte. Sie stieg ab und führte mich in meine Box. Danach sattelte sie mich ab und trennte mich ab. Morgen wird's besser. Glaube ich und hoffe ich auch für dich. Das musste ich jeden Tag erleiden. Ich konnte es einfach kaum mehr aushalten. Jeden Tag, jeden einzelnen Tag taten mir meine Beine weh, meine Füße, mein Rücken und alles. Es war einfach zu viel Training und das schaffte mein Körper nicht. Ich hatte auch kleine Wunden am Bauch oder an den Hufen. Es war einfach nur unangenehm. Und es waren insgesamt 4 Wochen, dass wir das jeden Tag machten. Sie interessierte sich auch gar nicht für meine Gesundheit. Doch dann kam es zu unserem Auftritt, zu einem Dressurturnier. Viele Menschen waren schon dort und es sind schon ein paar Pferde aufgetreten. Dann kam unser Einsatz. Doch gestern waren es 6 Stunden Training. Wir fingen an. So langsam merkte ich, dass meine Hufe das nicht mehr mitmachten und ich wackelte leicht rum. Sie zog meine Zügel ganz doll an meinen Hals und an meinem Brustkorb, sodass ich fast in die Rollkur ging. Und sie trat mir immer in den Bauch, auch so, dass das keiner sah. Das Publikum jubelte. Auch für mich war es der reinste Reinfall. Ich war kurz vor dem Umkippen. Doch dann passierte etwas Außergewöhnliches. Meine Mutter eilte herbei, schlug die Reiterin von mir runter. Komm schnell, wir fragen später. Obwohl ich die Schmerzen meines Lebens hatte, rannte ich so schnell, wie ich konnte. Das ganze Publikum war verzweifelt und meine Reiterin auch. Doch das war mir in diesem Moment völlig egal. Wir hatten es weit geschafft und waren sicher. Wirst du mich all nach den Jahren gefunden? Ich glaube, wir sollten eher darüber froh sein, dass ich dich überhaupt gefunden habe.
Ich war unendlich glücklich, dass ich wieder bei meiner Mutter war. Und das war meine Geschichte. Schreibt gerne einen Kommentar. Und falls ihr noch weitere Geschichten wollt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Wir sehen uns. Bye.